Hallo Leute, hier ist Riotos mit einer Neuaufnahme von Let's Play Mega Man 1. Ihr seht, wie weit ich schon war, aber mein Fucktasia meinte mir irgendwie einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ich durfte den ganzen Dreck von vorne spielen. Also nehmen wir uns nochmal Alec Man vor. Oh, halt die Fresse, du draggelige Fotze. Man soll ja nicht klauen, aber vom Koma-Punkt, das brauche ich jetzt einfach. Sonst kriege ich ja voll den Übervogel. Ich könnte so ausrasten, ich hatte zwei verfickte Bosse in die Tonne gekickt. Und was sagt Fucktasia? Oh ne, ich habe noch kein Punkte zu speichern. Ich stürze einfach mal ab, einfach um den Riegel zu ärgern. Honestly, fuck you. Dachte die ganze Scheiße von vorne spielen, dabei war ich schon so weit. Ey, da komme ich mir grenzwertig verarscht vor. Nicht nur grenzwertig, sondern richtig grenzwertig, fett am Arsch. Zeigt dem Game gleich den Vogel und den Japaner und obendrein auch noch. Bin ich wenigstens ein bisschen auf das gefasst, was mich erwartet. Ja! Oh! Fuck you! Oh Mann! Nee, ich sag am besten gar nichts mehr. Es hatte so geil angefangen. Und jetzt schau dich das an, die gleiche Scheiße, die wieder von vorne losgeht. Ja, ey! Oh, elektrisier mir die Klöten, du Wichser! Schreien. Ich könnte so schreien. Ich habe so einen Hals. Oh, Junge! Was ist dein Problem, hä? Was ist dein Problem, Mega Man? Was ist dein Problem? Hast du irgendwie keinen Klötenschutz gegen Strom oder so? Oh, jetzt fick dich! Oh, Mann! Nee! Ey. Verwahrlos, Boy, wenn du das hier anschaust. Es tut mir echt leid, dass ich dein eins deiner Lieblingsgames hier, Mega Man, so vergewaltige, aber ich bin echt scheiße in diesen Spielen. Und soll, du brauchst gar nicht so fett zu grinsen, so hier komme ich auch noch. Ich sehe schon, wie du mich mit deinem einen Auge hier auslachst. Ich hab dich überhaupt nicht lieb, Mann. Wenn ich nicht bei dem gepennt hätte, wäre Mega Man 4 gar nicht zustande gekommen. Und jetzt mache ich mich an Mega Man 1. Das war der größte Fehler, den ich machen konnte. Ey, das hier ist echt definitiv schlimmer wie Mega Man Zero. Ja, Mega Man 4 hat doch Spaß gemacht, aber Mega Man Zero ist einfach nur... jetzt komme ich schon ganz drauf. Mega Man 1 ist einfach nur behindert. Ich kann nicht sliden. Ich habe keinen Charge-Beam. Ich habe einfach nur, ich habe nur diese Scheiß-Bullets, die einfach überhaupt nichts können. Oh, ey, nee. Der einzigste Vorteil, den ich von meiner ganzen Wutschreierei habe, ist einfach, dass der ganze Schleim aus meinem Hals rausgeht. Da habe ich wenigstens mal eine klare Stimme. Aber das ist auch eklig. Oh, wie diese Zyklopenviecher hier. Ja, da freue ich mich direkt auf Fiesta, damit mich hier wieder Geister totschwatten können. So, könnt ihr jetzt bitte diese Plattform da unten erscheinen? Boah, jetzt wollte ich gerade hüpfen, ey. Och, ja, ey. Mann, wie kann man bei dem Spiel echt ruhig bleiben? Das geht nicht. Es geht einfach mal überhaupt nicht. Es ist einfach nur pure Aggression. Safe State, bitte. Och, ich komme immer besser voran, weil ich jetzt weiß, auf was ich gefasst bin. Ich sehe gerade, dass mir Verwahrlos Ball geschrieben hat, aber du, ich kann dir gerade nicht antworten. Ich werde dir später hier den Link zu Mega Man 1 geben. Ich werde nämlich alles von jedem, glaube ich, werde ich einen Part mal hochladen. Damit die Leute wieder was zu gucken haben und sich darauf freuen können, dass ich jetzt mal alle vier Anfangsteile von Mega Man für den Gameboy spiele. Im Endeffekt entsprechen sie ja, glaube ich, dem NES-Original. Nur eben, dass sie am Anfang nicht gleich alle 8 Bosse haben, sondern nur 4. So, jetzt haben diese schwule Stellen mit dem Strom. Jetzt kommen die komischen Augenviecher. Ich nenne sie einfach auch mal Augenkrebs. Wäre kein besserer Name, ich muss irgendwie hier mit Frust loswerden. Ich bräuchte später wieder irgendein Game, wo ich einfach nur alles über den Haufen baller. Einfach alles, was sich mir in den Weg stellt, wird getötet. Okay. Gut, jetzt kommt Fred, das freche Telefon. Ha! Auf Anhieb ausgewichen. Wenigstens das funktioniert mal. Ja, was? Deck mich!
Mein Hund ist gerade mal wieder so richtig episch neben mir am Rumpflacken. Oh, es ist, komm her, Mann. Der funktioniert im Endeffekt wie Toadman. Nach dem Prinzip, schießt drauf und er springt. Und am besten springt er in mich rein. Weil das lieben alle Kinder so sehr. Ja, leck mich am Hodensack, Mann. Boah, komm. Ey, mein Hund wollte mir gerade mein Gamepad wegreißen. Das finde ich mal gar nicht sozial. Ups, ich wollte ja gerade ein Safe State setzen. Komm, den machen wir jetzt. Aber jetzt haben wir volle Leben, jetzt schaffen wir den irgendwie. Er ist meiner Meinung nach irgendwie der einfachste von den... Oh ja, leck mich. Von den vielen da am Anfang. Wenn er nicht die ganze Zeit in einen reinhüpft, dann ist er eigentlich gar nicht so hart. Oh ja, Mann. Oh ja, Mann. Gib mir Blitze des Todes, Mann. Ja, hüpf in mich rein, du kleine Sau. Ja, genau, darauf stehe ich, Mann. Oh, fahr zur Hölle, Mann. Alter. Einer ist tot. So, jetzt gehen wir mal nicht zu Cutman, jetzt gehen wir mal zu dem anderen Spacken. Jetzt kommen wir jetzt von diesem, entweder diesem Eisviech, also diesem Eskimo-Eismann oder zu diesem Feuermann. Komm, wir gehen zu Eskimo-Eismann. Wie heißt denn du? Iceman. Was für ein Name? Stage ist natürlich komplett aus Eis, wer hätte es auch... Jetzt bekomme ich ein fettes Lifepack, mit dem ich nichts anfangen kann, oder wie? Wenn ihr euch gerade wundert, warum ich hier so durch das Level durchrenne, ist eigentlich, weil ich über das Eis rutsche und nicht lenken kann. Oder relativ scheiß lenken kann. What? Jetzt. Da 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 da. Töten aber die scheiß Augenviecher hier mal. So. Das Lifepack lasse ich mal liegen für den Fall der Fälle. Boah, es sind diese scheiß Parcours, wo man wirklich hier... Punkt, genau. Nein! Oh, leck meinen Arsch! Das ist einfach nicht wahr, ist das. Das ist einfach nicht. Das kann einfach nicht wahr sein. So, lass mich mal den Safe machen, ey. Was bist du? Oh, weißt du, oh ja, ich will's gar nicht wissen, was... Ja, ey, oh, geh weg von mir. Ja, ach komm, ey, mich tötet hier einfach mal wieder alles. Oh, das kann's doch einfach nicht sein. Was, Mann? Ja, Spaghettis, ey. Werde ich hier gerade Was ist das? Oh, Mann. Leute, guckt euch das an, ich bin gleich Game Over. Ich kann die ganze Stage eigentlich von vorne nicht. Wie komme ich denn bitte schnell... Hä? Ach, da kommen Eiszapfen. Ja, oh, töte mich halt. Oh, nochmal die grazlige Kacke von vorne. Ja. Das ist doch immer nicht wahr. Es ist nicht wahr. Nochmal die ganze Scheiße von vorne. Na gut, ich war immer noch nicht so weit. Von daher geht das noch. Hält sich noch in Grenzen. Ey, das scheiß Megaman-Fieber habe ich nur gepackt wegen Verwahrlosbos Freundin. Was geht ja auch irgendwie AFK, wenn die gerade am Computer sitzen? Oh ja, hüpf halt rein, du Wichskind. Boah, wenn ich nicht mit der geredet hätte, hätte ich nicht Lust bekommen, Mega Man zu spielen. Alles ihre Schuld. Und die von Verwahrlosboy auch, weil es seine Freundin ist. Mann, ey, es ist nicht sonderlich schlimm, aber es ist halt zum Kotzen, weil jetzt will ich das durchziehen. Jetzt habe ich es mir in den Kopf gesetzt, jetzt ziehe ich die Scheiße auch durch. Ja, hüpf halt rein, Mann. Das ist ein Problem. Megaspaten heißt der Mann. Oh, das wird doch wohl so. Ab, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Upsa. Ja, ey, was rutscht der denn so stark? Oh, bisschen Leben. So, immerhin schon mal ein bisschen weiter wie vorher. So, das war jetzt die Stelle mit den Eiszapfen, ne? So, wir machen es mal ganz elegant. So, wunderbar. Wie läuft das hier ab? Ja. Hilft mir nicht so viel. Hä? Muss ich das verstehen? Wow. Also rein regulär werde ich da nicht rüberkommen. Da wette ich relativ arg drauf. Es tötet mich ja nicht instant, also komm, ich lass mich einmal treffen. Dann bin ich kurz drum vor. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hätte machen sollen, den Sprung.
Nein, das ist wieder Fred, das aufdringliche, freche Telefon. Aber diesmal nicht mit mir. So. Oh, da ist ein Waffenpack. Habe ich überhaupt schon? Naja, ich habe mein Elec-Ding noch gar nicht verbraucht. Ich dachte jetzt schon, ich hätte ihn irgendwann... Oh, nee, du. Ja, mhm. Geh einfach weg. Die Musik ist so furchtbar eintönig, da penne ich ja gleich ein, ey. Hopp. Oh, Spaghetti-Werfer. Das gefällt mir aber überhaupt. Alter, wie viele von den Scheißen gibt es hier eigentlich? Ja, geh doch weg von mir, Mann! Oh, geh halt weg! Oh, ich bin endlich da, oder? Und wenn jetzt Alec gegen den wirkt, dann mache ich echt einen Freudentanz. Ich glaube es echt weniger, weil es ist ein Eisviech, da wäre Blitz irgendwie... What? Hä? Warte, ich bin tot? Warum? Er hat mich überhaupt nicht getroffen. Aber Leute, ey, mein Herz macht gerade einen Hüpfer. Ihr seht es, oder? Ey, ich meine... Bums! Hä? Daneben? Was? Ich hab doch getroffen. Bums! Alter, da mache ich aber auch mit drei Schlägen tot. Mir Wurst erst am Arsch! Oh, es läuft schon besser. Im ersten Part, also bei meiner ersten Aufnahme hätte ich mich erleben müssen, ich war nur am Rumschreien. Ich war durchgehend nur am Rumschreien, aber jetzt fühle ich mich besser. Ich fühle mich jetzt richtig confident, weil ich jetzt einfach mal was zustande bekomme. Aber wissen... entweder wirkt jetzt die Eislöscherwaffe gegen den oder gegen den. Ich würde mal sagen, sie wirkt gegen den da? Aber ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und hoffen, dass es jetzt endlich funktioniert. So, Ende.